Platte unten. Nee, weiter unten. Wie heißt das? Das Kälte-Upgrade oder so. Das ist, glaube ich, das Einzige, was wir noch machen können. Ich beam mich mal zu dir. Cooling-Upgrade. Können wir machen. Wenn wir die Batterien haben. Die großen. Ja, gut. Also ich brauche zwei von diesen... Nein, wir brauchen zwei, also wir brauchen jeweils eins kryonisches Extrakt. Ich weiß nicht, ob wir kryonische Extrakte haben. Ja. Davon hatte ich gerade irgendwo welche weggetan. Warum tust du kryonische Extrakte weg? Zwei Stück hast du gesagt, ne? Ja, also für jeden einen. Wo hast du denn kryonische Extrakte? Wo haben wir das denn hingelagert? Das ist hier oben in der Schublade gewesen. Also unten links in der Schublade. Also in der Kiste. So, was brauchen wir noch dafür? Hier unten links. In der Kiste, ich habe schon zwei rausgenommen. Ja, wo waren da noch weitere? Ne, nur die zwei waren drin. Nein, das sind sechs weitere. Oh, okay. Ja, aber aus welcher Kiste hast du es denn geholt? Die unterste. Unterste, ja, ganz direkt die erste. Da sind Gitarren drin. Und ganz Saxophon. Unten? Ja. Manchmal da, wo das ganze Grünzeug auch drin war. Wo hast du denn Grünzeug hin dann? Warte, ich guck gleich nochmal. Das wäre dann die mittlere. Ah, Mist, das hat mich wieder verwirrt. Hast du mich angelogen? Moment, ich guck gleich nochmal nach. Diese lilanen Flummis brauchen wir noch. Kleine Flummi. Und jetzt fehlt mir nur noch die Batterie. Hast du eine? Warum nimmst du nicht direkt Batterien mit? Weil ich bin nicht bewusst, dass wir alles brauchen. Warum fragst du mich dann nicht? Hier in der untersten war das. Nee. In der untersten? Nee, hier unten. In der mittleren, sorry. Ja, aber das gehört da oben. Guck mal, da oben haben wir noch. Kryonische Extrakt. Zwei Batterien, okay. Aber siehst du, das sind auch Kryonische Extrakt, hast du es gesehen? Nein, aber ich werde es gleich sehen. Ah. Du, glaube ich, machen. Ja, da gibt mir die Sachen, die du genommen hast. Ja, ich habe erstmal alles davon genommen, weil ich nicht wusste, wie viel wir davon brauchen. Fehlt dir noch was? Nein. Okay. Naja, auch jetzt ist alles rein. Das brauchen wir uns das einsetzen. Und jetzt haben wir. Die absolute Power habe ich jetzt. Oh, was? So, wo war jetzt das Zeug? Ah, ganz oben, ja. Sechs Stück. Bist du bereit? Ich bin bereit! Zu deinem teleportieren, ne? Ja, aber du kannst dich zu mir teleportieren. Das ist ein bisschen. Naja. Was wir so machen. Ah ja, stimmt, zu dir hätte ich mich jetzt teleporten können, ja. Oh, du. Du hättest nur kurz warten müssen. So. Und runter. Guten Tag. Hey, du bist. Nicht du hast ja verdreckt schon gelootet. Es war so klar. Warte, du hast so ein Boot gekauft, ne? Funktioniert es auch auf Lava? Ich nehme mal an, nicht, aber. Alter, es funktioniert. Yay! Du bist der Fahrer, glaube ich. Miau! Okay. Und wie steigen wir jetzt sicher aus? Mit E. Drück E. Okay, ich dachte, man fällt vielleicht runter. Scheiße. Jetzt habe ich Chili. Hab ich nicht.
alles neu. Ach. Ach, das Schwert. Das Gefühl, es hört sich nicht gut an. Nein. Ich hab Silbereisen direkt, also Silberohr direkt mitgenommen. Silbereisen. Was? Hast du was Cooles gefunden? Wenn ja, zeige ich, will's sehen. Hast du gerade 4000? Ne, ich kann das ja sogar leisten. Was willst du kaufen? Ne, ich will mir diese Sea Chest Card holen. Ah, die macht dafür weniger Leben. Aber dafür mehr Energie. Das ist weniger. Also bei mir macht die plus 25 und meins, was ich jetzt habe, macht gerade mal 20. Und meins hat plus 50 an Leben, aber plus 25 an Energie. Die macht, gibt mir mehr Energie. Das ist die Frage, weniger Leben, dafür mehr Energie? Also für mich lohnt die sich auf jeden Fall. Ja. Zu dem Vergleich, was ich jetzt alles drauf habe. Okay, der Laken, der ist genauso stark wie meiner. Ich glaube, dieses Chestcard, das habe ich mir so mal gekauft, glaube ich auch. Ah, ich kaufe es mal. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es anziehe oder nicht. Ich kauf es auch mal so für Statusbrot. Nein! Oh, Metalwood. Mario, hast du gerade gebrannt? Nein. Wir haben einen bösen Roboter. Nein! Also, wir verbrennen die Sachen nicht über Minecraft und so. Ja, eine bessere Idee. Ja, gute Idee. Das ist das Metalwood. Ja, na, brauche ich nicht. Metalwood, hallo Metal. Kein Metal-Fan? Noch so ein Vieh? Nicht einmal getroffen. Du? Ne, hab ich gar nicht. So, ich komm an. Dann kann ich nicht auf. Metalwood! Metal! Gold, also Pixel. Oh, guck mal, unter uns. Okay. Au, ich. Hey. Was hast du bekommen? Das war Copperwire. Aber kannst du diese Feuerdinger auch einsammeln? Ich weiß es nicht, hab's nicht versucht. Boah, Alter. Ich glaube nicht, dass das lebenswichtig ist. Ich glaube, das sind keine Lebensformen. Was suchen wir eigentlich hier? Scan objects to find glitch clues. Ich glaube, wir müssen hier erstmal Lebensform finden. So glitch. Kennst du auch den Glitch? Oh, was ist das? RAM. Platine? Das war RAM. RAM-Speicher? Ja. Jetzt ob. Idiot. Wieso bist du denn ein Idiot? Bevor du das nächste Monster findest, warte dann mal. Ich will zwar versuchen einzufangen. Du willst die Roboter einfangen? Mal gucken, ob das geht. Ich hab Magma gefunden. Ich hab sie eingefangen! Du hast so ein Feuerding eingesammelt? Wow. Ja, sammel das ein!
Was ist weh? Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ich werd's töten jetzt. Und den ja klar, töte es. Ich töte es jetzt gerade nicht. Oh. Geil. Moment. Guck mal, ich zeig dir, was ich eingesammelt hab, Mario. Wenn ich Glück habe, kann ich das Ding einsammeln. Aber guck mal, was ich eingesammelt habe. Ich will das Ding jetzt auch treffen. Ja, wie geht denn das nochmal? Das ist treffen. Beziehungsweise muss es erstmal verletzen, du musst es verletzen erst. Verletzen. Ah, kacke, jetzt sind alle Dinger da unten drin. Ja. Ich dachte, du musst es erstmal verletzen. Du musst erstmal die Dinger einsammeln, glaube ich. Ja, das kriege ich hin. Warum springst du nicht rein und springst wieder hoch? Was machst du da? Ich will nicht drauf gehen. Du gehst auch so drauf, wenn es. Hä? Nein, weil das. Weil ich dafür. Zwei Blöcke zerstören muss. Nein, ich komm nicht dran. Scheiße. Okay. Okay. Was war das? Ja, es ist okay. Erstmal verletzt du das. Dann das schmeißt du den. Mist. Du gehst jetzt da runter und spring einfach runter und wirf auf da. Hä? Du musst es auch treffen. Hä, ich werf doch die ganze Zeit auf das Ding drauf. Vielleicht mehr verletzt. Muss es vielleicht mehr verletzen? Es ist zum Kotzen. Warte. Wo sind die Bälle? Da sind die Bälle. Doch, das ist es. Yay! Pokémon! Hat aber lang gedauert. Pokémon! Hast du Dinger eingesammelt, ne? Geil. Was ist das Rote? Nix, was ich einsammle. Pokémon! Juhu! Hauptsächlich, wie ich die Arme so ausbreite. Okay. Wieso kann ich das nicht? Was ist denn? Ich will das einsammeln! Warte mal. Ja, fahr es mal näher an Land ran. Okay. Ah, jetzt geht's. Ja, ich glaube, muss wirklich das dann an Land bringen. Das werde ich so nicht schaffen. Den Sprung? Oh, hi. Cool, da unten ist ein Lebensform. Ich hoffe nur, dass sie uns nicht angreifen. Wir können die vielleicht scannen. Warte mal, vielleicht können wir es scannen. Nee, hier können wir jetzt scannen. Ich glaube, das sind keine Bewohner des Glitches. Zum Eingefallen tun. Ja. Lassen wir den Großteil hier, ja? Bis auf den Loot. Ja. Kurz scannen, ob wir irgendwas für uns hier schnappen können. Scheißegal, ob ihr gleich der Akku werdet oder deswegen. Das sind meine Sachen hier. Und die von Mario. Auch nicht. Gibt's hier ein Geheimnis?
weiß es nicht. Jetzt hier waren Bücher drin, jeweils 1, 2, 3 und 4. Was auch immer man auch immer dann damit machen soll. Das Gefühl kann man aber irgendwie einen Code setzen, oder? Das habe ich auch das Gefühl, dass das irgendwie geht. So, weiter geht's. Hast du irgendwas gefunden? Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ach, mit den Code-Dingern. Ja. Huh! Das war ein tiefer Fall. Ah, ich hab's überlebt. Ich nehme das ganze Geld ja gar nicht mit. Bist du auch gehoben, dass du das Geld nicht brauchst? Ja. Ey, ich komme durch. Ja, ich nehme das Geld mit, weil ich weiß, was mich definiert. Mich definiert Geld. Oh nein, hier ist so ein... Und immer mehr Loot. So eine Art Tempel. Oh, die sind wieder sauer auf mich. Oh, die töten mich. Selbst schuld, jetzt stirbst du. Jupp, das Problem habe ich jetzt auch. Alter, setzen die einen zu. Mich ausgetrickst. Und mein Zauberstab ist einfach zu mächtig. Ja, stirb. Okay, ich muss das essen. Was ist auch hier immer ein bisschen was? Ja, Moment, ich habe gerade noch ein anderes Problem. Das ist ein Problem, ich darf nicht draufgehen. Mario, aber das tötet Menschen. Tun müssen.